never doubted you would. Ist hinter ihm noch ein Barkeeper? Ihr schenkt mir zum Dank eure Dienste. Ich Dienste in Anspruch. Ich möchte euch buchen, schöner Mann. Ich will euch beide gleichzeitig. Eieieiei. Die Frage ist ja, kriege ich dadurch auch einen Segen? Mach fast alles für einen Segen. Silly. We are the gift. One free ride with me or my brother. Or perhaps you have greater ambitions yet. Ach, das ist die Bar von drüben. Ja, hat komische Geschichten. Sind hier kuriose Stories. Viel wichtiger ist, kriege ich dadurch einen Segen? Ja, ist ja gut. Um Gottes Willen. Und gut, dass mein Stream FSK 18 gekennzeichnet ist. We will only allow that if we know there is an evening of exceptional pleasure awaiting us. Usually one darling alone is not enough to match the two of us. Ja, aber wir sind ja vier. So. Geht nicht. Geht nicht. Ist ja nett. Ja, sie ist auch deutlich hübscher als er. Ja, also. Ja, sie sagt nein. I'll be a little treat for you then. Okay, sie sagt ja. Kann ich auffressen? Nom, 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 nom. Um Goethes Willen, wo sind wir hier gelandet? Das ist, ja, ja. Sextempel. Gar nicht. Junge, Junge, Junge. We have a room upstairs over yonder side. Eins der Rooms, die ich gerade schon, war ja schon irgendwie überall oben. Astarion hätte mit Sicherheit Spaß. Ja, der Lausebub. Guck mal, meine ganzen Kompagnons kommen wenigstens mit. Da hätte auch dein Bruder mitkommen können, ne? Wir sind zu viert, du bist allein. Weg jetzt einfach abstechen. Beide separieren, abstechen. Wo läuft sie hin? Ich hab sie verloren. Halten sie. Wo rennt sie hin? Warum läuft sie so schnell? Nicht so schnell! Ich höre schon wieder den Teufel. Sie mal ganz fix möchte sie, ja, ja. Look, you didn't sign a treaty permitting you to march a warband through my lands. You paid for sex. So, müssen meine Kompagnons jetzt draußen bleiben? Warte. Ja, allein, alles gut. You came. I'm so pleased. You can never tell who's going to get cold feet. Deswegen. So, now that you're here. Jetzt bin ich da. Aber wir können doch nur mit ihr reden. Ja, Astarion, ey, ich finde den so schlimm. Ich mag den nicht. Der geht mir gewaltig auf. Der hat von mir auch welche gezimmert bekommen. Ja, der hat schon aufs Maul gekriegt. Zuerst einige Grenzen festlegen. An experience no one else here will give you. A chance to be embraced in the dark. But what that means is up to you. And of course, there's no charge. Anything for someone who helped find Fionn.
Eier gefunden. What can I do for you? A tender touch. Du spielst das relativ wichtig. Sensory stimulation. Ja, gut, ne? Ich meine, im Endeffekt kannst Dinge auch ohne einen Schurken öffnen. Schöne Augenblicke zusammen erleben. Meine Sinne liegen ganz in eurer Hand. Wollt ihr es denn nicht etwas rauer haben? Was meint ihr mit die Chance auf eine Umarmung in der Dunkelheit? Hat ein Magier mit Klopfen. Das ist richtig. Knock, knock. Stimmt. Klopfen ging ja, war ja auch ein Schlossöffnungszauber. Just because I'm a drow, you think I've got a whip between my legs and a stiletto wedged between my breasts. Leicht. As I'm relatively new to this business, unlike my brother, I'm not comfortable letting my clients go too far. Ja. Möchte ich lieber mein Gold zurück? Lass uns schöne Augenblicke erleben. Meine Sinne liegen ganz in eurer Hand. Ich habe kein Gold bezahlt. Wenn ich jetzt mein Gold zurückverlange. Then, let's begin. Ich nehme mein Gold zurück. Oder das Gold, was ihr theoretisch bezahlt hätte. Um Gottes Willen. Räuber-Action. In the darkness, you can feel hands moving over your body. Touching, squeezing, caressing. Your body is such a treat. I'm so glad you chose to share it with me. So glad we have this time together. Her hands slip under your clothes, running down your chest, your stomach, between your legs. Da ich Astarion ja nicht dabei habe, habe ich nicht viel von seiner Story mitgekriegt. Aber irgendwann, ich habe mir ja vorgenommen, ich spiele das Spiel jetzt einmal so. Dann wollte ich ja einmal jeden Charakter im Prinzip zu sich passend spielen. Und dann wäre Astarion ja auch irgendwann dran. Und 4, Brain Not Found. Ja, dann erfahre ich halt irgendwann seine Story. Oder wenn ich halt selber kein Schurke bin, muss ich ja dann einen Schurken mitnehmen. You lie back and feel her lips on your skin, leaving a trail of gentle kisses as her hand pushes further. Wow, someone's enjoying themselves. She pulls you close, close enough that you can feel your hearts pounding against each other. And kisses you deeply. Uiuiui. You're not sure how long your time together lasted, but it was long enough. By the end, you felt like you were floating in the dark, utterly at peace. Möpse. Gottes Willen, Möpse. Toll, ich dachte, ich kriege jetzt wenigstens irgendwie einen Buff oder so. That was wonderful. Perhaps you'll enjoy a drink in the bar before you break the streets again. Muss ich sonst noch etwas über dieses Etablissement wissen? Ja. Oh, Hintern. Um Gottes Willen. So viel Hintern in meinem Bild. So mit Lesen beschäftigt, dass ich den Hintern gar nicht gesehen habe. Warum ist sie eigentlich so blutverschmiert? Sind doch hier voll ausgeruht und so. Even in the best of times, it's an oasis of pleasure and calm. In the city's chaos, with Baldur's Gate preparing for war, the caress feels like the final flicker of a beautiful flame before darkness falls. Klasse. Ich glaube, wenn du die Seife dabei hast, dann kannst du deinen Charakter wieder sauber machen. Ich habe keine Seife dabei, glaube ich. Are you sure?
Warum habe ich jetzt eigentlich keine Rüstung an? So, habe ich die erst wieder an, wenn ich wieder rausgehe, oder? Sie sicher mal fallen lassen. Ja, wahrscheinlich. Oder einfach verkauft. Oder einfach verkauft. Cool. Niemand braucht Rüstung. Tja, cool. Brauchen wir nicht. Wir bleiben jetzt einfach so. Aber warte. Hier lag vorhin eine Seife. Die kann ich... Oh, halt. Da drin lag vorhin eine Seife. Ha, damit kann ich bestimmt hier... Hier, Seifenstück. Verwendet. Guck. Ich werd nicht mehr, ey. Naja, dann gehen wir jetzt mal zu dem anderen Nerv, der Dömel. Eine Katze ist mir sehr viel lieber. Okay. Mikado mit weißer Schokolade. Ach, guck mal. Rosenblätter, was ist er denn für einer? I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it. And you never will. You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet. But they want the same thing that you do. And unlike you... They have something of value to offer in return. Ja, das. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room once you're loosed from his claws. Einfach so ein arroganter Futze. Weiße Schokolade ist. I'm glad you came. Liebe. Not to my door. Not yet. But to the final reckoning. One more thing before we begin, though. Yeah. The first time since the Nautiloid, your mind is clear. Ooh. It's unsettling. Ich bin gerade von der Larve geheilt mit einem Fingerschnippen. Ich fühle mich leer. Was habt ihr getan? Ein netter Trick, aber zeigt mir etwas, das echt ist. Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid. Can't hear us. Huh. What's the catch? Ja, gute Frage. Wo ist der Haken? Trau dem Elithiden mehr als euch. Dann spricht offen. Sagt mir, warum ihr mich hergebeten habt. Clever, aber bei unserer ersten Begegnung hat ihr mir ein Heilmittel versprochen. Das ist kein Heilmittel. Ist richtig. Hat er gemacht. I brought you here because I'm true to my word. And I can make all of this tadpole business go away. Which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Huh? Unless some have already sprouted in places I can't see. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still
on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Damals, so vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, gab es so eine Serie, die heißt, oder hieß Drawn Together. Ich glaube, die kann man auch teilweise immer noch. Irgendwo habe ich sie, glaube ich, mal auf dem Streamingdienst gesehen. Und da hatte die eine auch Tentakel da, wo man sie nicht sehen kann. Daran musste ich gerade denken. Der Schlüssel zu seiner Zerstörung in einem. Das Astralprisma, der Imperator, Orpheus. Alle drei. Na, theoretisch irgendwie. Wahrscheinlich im nächsten Astralprisma, weil da sind ja der Imperator und Orpheus drin. Sozusagen. Ich dachte gerade echt. Oh, das hat mich jetzt ein bisschen gekillt. In a manner of speaking. But it's the one inside the prism that you need. Not the Illithid. The Gith. Uh-huh. I can give you the means to break him free. Fahrt fort. Orpheus gerade hat versucht, mich zu töten. Er ist gefährlich. Warum sollte ich ihn befreien wollen? Er mag mich gar nicht. Aber klar, wenn ich tot bin, kann ich mich auch nicht verwandeln und so. Aber, weiß noch nicht. Da kann ich mich halt auch von der Klippe stürzen. Gleichen Effekt. Hab ich gehört. To Illithids, yes. But despite your reckless embrace of the parasite and recent mutations, you're no mind flayer. Not yet. Orpheus would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. Alle Beweise deuten darauf hin, dass Orpheus mein Feind ist und der Imperator mein Verbündeter. Der Imperator ist der einzige Grund, warum ich noch am Leben bin. Also gut, wie befreie ich ihn? Ich glaube nicht, dass wir ihn befreien sollten. Ich glaube, das ist nicht gut. Also klar, das würde hier die Lakith-Tante wegschnipseln, aber ich glaube nicht, dass das so gut ist, ihn zu befreien. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, überhaupt nicht. Weiß nicht. Ich weiß ja nicht. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the Gith for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food. And the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps yeah. It is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Das Risiko wert. Wie kann ich ihn befreien? Ich bin überzeugt. Sag mir, wie ich Orpheus befreien kann. Das reicht jetzt. Ich gehe. Uff. Wenn ich ihn töten muss, ist halt auch nicht gut, ne? Aber einfach die Info, wie ich ihn befreien kann, vielleicht brauche ich die ja noch. Und das heißt ja jetzt nicht, dass ich das mache. Heißt ja nur, ich könnte. Habe ich damit ja noch keine Wahl getroffen. Ich weiß nicht. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope even now. Zufällig.
gib ihn mir. Das klingt so gut, um wahr zu sein. Das ist ja unerhört praktisch, dass ihr genau das habt, was ich brauche. Das ist ja ganz zufällig. Ganz zufällig genau das, was ich brauche, hat er. Ganz zufällig in seiner Hinterhand. Mhm. Zufällig. Auch nur zufällig. Das ist ganz... Aber auch nur heute. Im Angebot. Nur heute. Das klingt so gut, um wahr zu sein. Good and truth rarely go hand in hand, but in this case, they are happy bedfellows, and we can be too. I swear to you, I have the solution to your problem. Mir ist ja unerhört praktisch, dass ihr genau das habt, was ich brauche. Gib mir das! Dann hau ich vielleicht mit dem Hammer gegen deinen Kopf. Bin mir nicht sicher. Aber irgendwas werde ich tun. Ja, gib her. Such an eager little pup. Surely you realize there is an exchange to be made. You scratch my back. I scratch your parasite. There is. Yeah. Of course. Natürlich. Worauf seid ihr aus? Ihr wollt vermutlich, dass meine Seele im Tausch gegen den Hammer haben? Sagt mir einfach, was ihr wollt. Ich falsche nicht mit euch, Raphael. Was willst du dafür? Was willst du, mein Freund? Meine Seele? Mein Leben? Meine linke Niere? Das ist irgendwie voll klischeebehaftet. Was wollt ihr? Worauf seid ihr hinaus? Power. You free Orpheus, and in doing so save the city, the Sword Coast, perhaps the whole world, and your own precious skin, too. And you give me the crown that dominates the Elder Brain. Was willst du mit der Krone? Was genau ist diese Krone? Ich wäre verrückt, wenn ich ein derart mächtiges Artefakt einem Teufel geben würde. Nein. Na. Was willst du mit der Krone, mein Freund? Was hast du mit ihr vor? Kannst du damit irgendwen unterjochen? Die ganze Menschheit? Ich trau ihm nicht. Ich trau ihm halt überhaupt nicht. Was ist diese Krone? Power. Ancient and full of wonder. Wonder, dann behalte ich sie. I have craved it ever since the Archwizard Cassus created it long centuries ago and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels. With broken wings. Oh, yeah. The screams. Oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. Ah, alles klar. It was not a happy meeting. And Cassus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Cassus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world. And the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one archdevil supreme, me. Yeah. Zariel wouldn't like that much.
But even I'm not so desperate to spite her, I'd put the Hells in this bastard's hands. Ja, Karlach irgendwie. Oh, Tagebuch aktualisiert. Magier von Tiefwasser, alles klar. Die Vorstellung, dass ihr alle neuen Höllen regiert, erfüllt mich nicht gerade mit Freude. Ich finde, dass ihr ein fantastischer, höchster Erzteufel wärt. Warum glaubt ihr, es euch gelingen könnte, woran Kasus gescheitert ist, nämlich die Krone zu benutzen? Warum habt ihr die Krone nicht schon damals genommen? Ich nehme die Krone und setze sie selbst ein. Das ist, ja, ist meine Krone. Stärker als du. Geh weg. Also, wahrscheinlich nicht, aber... Sehen alle nicht sehr begeistert aus. Muss aber Karlach zustimmen. Sehe irgendwie nicht, dass er die neuen Höllen regiert. The Hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. Ah ja. With the crown, I would impose perfect order. Unity. Efficiency. Control. My kingdom would control its borders and stay within them. Wo war die Krone? Warum habt ihr die Krone noch nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Und ja, warum brauchst du mich, um die Krone zu kriegen? So, warum kannst du dir die nicht selber holen? Du bist doch so ein mächtiger Teufel und so. Ha, ha, ha. Bist du doch nutzlos, mein Freund? It was stolen from right under my nose all those centuries ago. Sehr traurig. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited. Ever watching for more than 1,000 years for a mistake, a mishap, a misadventure. Ein Unfall. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Sagst du so? Alles klar. Dass es diesen Sterblichen im Gegensatz zu euch gelungen ist, die Krone zu stehlen, muss ganz schön ärgerlich für euch sein. Wie ist die Krone in ihren Besitz gelangt? Wieso seid ihr so sicher, dass ich die Krone bekommen werde? Ich krieg alles, was ich will. Seid ihr mal nicht selber unsicher, Mausi. Dass es den Sterblichen gelungen ist, die Krone zu stehlen, muss ganz schön ärgerlich für euch sein, ja. Das denke ich auch. Ja, es tut. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. Huh? But it seems rather angry. It is inevitable. Angry? When you destroy the Brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. Hmm. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Karsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich bin mit den Bedingungen einverstanden und unterschreibe ich. Lieber zerstöre ich die Krone, als dass ich riskiere, dass sie wieder in die falschen Hände fällt. Ich werde die Krone selbst kontrollieren, wenn ich die Nessersteine habe. Ich mache keine Geschäfte mit euch, Raphael. Ich gehe. Ja, es ist wirklich so die Frage und so, ne? Zum Hölle habe ich eigentlich meine Rüstung nicht an.
So, ist ein bisschen verwirrend. Ich denke nicht, dass ich einen Handel mit dem Teufel eingehen möchte. Weil wir haben ja gesehen, was Will dabei widerfahren ist. So, weiß ich nicht. Nein, wir gehen. I won't stop you. But time is running out. So, don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Ey, schmeiß mich hier nicht raus. Ich will mich hier drin noch umgucken. Vielleicht ist hier noch irgendwas Cooles. Dein Loot zum Beispiel. Teufelsloch. I thought I'd lost you. Nein. Something was blocking me from hearing your thoughts. Das war Raphael, ich weiß, ich war besorgt. Ich bin einfach froh, euch wieder zu haben. Es war schön, einen Moment des Friedens und der Ruhe zu haben. Einmal ein bisschen Ruhe. Ich weiß, ich war besorgt. Me too. It's concerning that something could come between us like that. Especially when we are so close to the Elder Brain. Do you have any idea what it was? So, Raphael, täuschen, es war das älteste Gehirn. Es wollte mich unter seinen Einfluss bringen. Auftreten, Ahnungslosigkeit vorspielen. Kann ich auftreten? Ein D6 von Verzückung? Täuschen. Täuschen kann ich besser. Wir sagen halt die Wahrheit. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten erstmal keinem trauen, actually. It's worse than I thought. If it read your thoughts, it knows exactly what your intentions are, and it is already plotting countermoves to stop you. We must press on. I will bolster your mental defenses. Let us hope that allows us to regain some of our lost advantage before it finds you. Ach schon, Raphael hält mich jetzt auf. Meins. Nein. Ah, doch. Invasionspläne für Baldur's Tor. Warum ist das hier zu? Führt das irgendwo Cooles hin? Da ist doch nichts. So ein Quatsch. So, jetzt können wir gehen. Jetzt haben wir auch den Teufel ausgeraubt. Schwarzflackerndes Ledergewand. Oh, da sind aber, da gucken aber die Brüste raus. Können wir nicht machen. Gibt's ja kalte Möpse. Da, da, da. Hey. Huch. You paid Raphael a visit. I want to hear all about it. Ja, ja, du. Weißt dann Bescheid, wenn's soweit ist. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Ich bin in Handel angegangen, ich werde Orpheus bei ersten Gelegenheit befreien. Ich habe mit Raphael hat keinen Handel angeboten. Ich gehe keinen Pakt mit dem Teufel ein, Voss. Nein, ich werde einen anderen Weg finden, um Orpheus zu befreien. Ich will keinen Pakt mit dem Teufel eingehen, so. Kann ich mir sagen. Ich meine, es Pakt mit dem Teufel. Skaketh.
Orpheus will be free. There is no cost too high to unshackle my people. Ich werde einen Weg finden, ihn zu befreien. Ich muss diesen Preis zahlen, finde das selber. Nicht ich muss diesen Preis bezahlen, finde es selbst heraus. Raphael will dafür im Gegenzug eine mächtige Krone. Wer weiß, welches Chaos er damit sehen könnte. Ehrlich. Den einen vertrieben, der nächste fängt an. Ich muss diesen Preis nicht zahlen. There is nothing I won't do, nothing I won't give to free Orpheus from the prison. The marks I bear are proof enough of that. Mir fehlt ein Stück Ohr. You are the one who carries the astral prism. You are the one who must free the prince. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. Das hat die Larve gespürt und seine Garde hat angegriffen. Wird er uns nicht auch angreifen, wenn wir ihn befreien? Wisst ihr, wo Raphael den orphischen Hammer aufbewahren könnte? Weggehe er. Das hat er mir ja gesagt, in seinem Heim. Orpheus hat die Larve gespürt und seine Garde hat angegriffen. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. So, der Hammer ist. The devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. Nicht? He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. He must keep the Orphic hammer there. Every house has an entrance, Istik. Even those in the Hells. You must find it. Okay, cool. Danke. You are wasting your time and mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. Oh. Wolltest du mit mir reden? Come here. I'm not going to start an argument. I just want to know why you turned the boss down. Grund spielt keine Rolle. Mein Wort ist endgültig. Kein Handel. Sollte mich jetzt mit eurem Liebreiz überzeugen? Ich denke immer noch darüber nach. Mein Wort ist endgültig. Kein Handel. Warum seid ihr hinter der Bar? Was ist denn mit euch? Ich verhandle nicht mit Teufeln. You won't come out of this alive without him. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city. Hey, okay, jetzt sind die da. Sind die kurz rumgeportet? Was genau tut ihr für ihn? Das bezweifle ich. Hier gibt es viele gute Leute. Vielleicht habt ihr recht. Quatsch! Was ist deine Aufgabe? Plenty. But right now, I have one job. You. Ich bin ein Job. You openly, mortal to mortal, and I'm begging you to sign the contract. If the Brain wins, the Illithid Empire returns, and worlds you've never even dreamed of will die. Raphael can stop it. He wants to, and he knows how. You're the key. You always have been. Vielleicht habe ich ihn zuvor ehrlich abgewiesen. Warum dann Forderungen an mich stellen, statt einfach nur zu helfen? Ich werde das Gehirn ohne seine Hilfe aufhalten. Ich glaube kaum, dass ein Teufel sich um das Schicksal der Welt schert. Also, trau halt nicht Raphael. So, weiß ich nicht. Er ist so der Letzte, dem ich da trauen würde. He's a devil. It's his nature. He needs to get his due. Was ihm zusteht. Ich werde das Gehirn ohne seine Hilfe aufhalten. Ich glaube kaum, dass ein Teufel sich um das Schicksal der Welt... Ich glaube nicht, dass der Teufel sich um das Schicksal der Welt schert. I won't pretend he's an altruist. But he's looked at the balance sheet. No world, no souls. Ah, ja. And it's hard to get leverage on an Illithid. They make terrible clients. Ich bin nicht überzeugt, ich werde das Gehirn ohne seine Hilfe aufhalten. Ja, ich weiß nicht, ob wir ihn brauchen. Wahrscheinlich
kriegen das auch alleine hin. Wir sind schon groß. I doubt it. But even if you do, you won't survive the fight. Er sagt das. I'd reconsider if I were you. Nur weil du sagst, dass ich nicht überlebe, heißt das nicht, dass ich nicht überlege. Oh. Nein, mach die Tür wieder auf. Lass mich raus hier. Let me out, let me out. Ja, dann marschieren wir mal weiter. Zurück? Sind die Richtungen nicht sogar zurück? Nein, weiter. Ah, hier ist... Weiter ist schon direkt hier. Was ist das? Achso, sprich mit Raphael, um sein Angebot zu überdenken. Alles klar. Achso, was hat es denn jetzt hier mit dem... Bitte um Zugang zum Mondtribunal der Baldisten zu halten. Die getötet werden sollen. Wenn wir zwei dieser Ziele umbringen und als Beweis jeweils eine abgetrennte Hand vorlegen, können wir vor dem Mordtribunal bestehen und den Tempel des Baal betreten. Ermittlerin Valeria ist jetzt überzeugt, dass der Mord an Vater Lorgan mit einem großen Plan zu tun hat. Sie hat uns gebeten, diese Neuigkeit ihrer Wachmeisterin Panzerhandschuh der Vella zu überbringen, die sich in der Taverne Elfgesang in der Unterstadt aufhält. Ah ja, bevor ihr aufhört, ist das Teufelspack ein Hilfragfoss. Hilf dem Herzog. Gerichte gehört. Neuanfänger, Anführerin einer städtischen Verbrechergilde, sieht ihr Territorium von einer neuen Szenengröße bedroht, von Steinfürsten. Wir sollten zur Gildenhalle gehen, um mehr zu erfahren. Da. Sucht Lea ein nesserisches Artefakt, die Krone, ob das die Krone des ältesten Hirn trägt. Gale will mehr über die nesserischen Krone erfahren, die das ältesten Hirn kontrolliert. In Baldur's Gate gibt es einen berühmten Magie-Kaufhaus namens Zaubererzubehör. Ach ja, habe ich schon fast vergessen. Warum hat das jetzt... Aber hier ist nur... Stelle für Skortisch. Dafür bin ich eigentlich noch nicht bereit. Das will ich noch nicht. Finale schon. Habe ich die Liste? Getötet, 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 getötet. Großes Wohnhaus unweit der Gazette Baldur's Ohr, Unterstadt. Unterstadt, Unterstadt, Oberstadt, Oberstadt. Aha. Jetzt weiß jemand noch nicht, wie ich zur Unterstadt komme, ne? Nadel und Charme. Was ist falsch mit dir? Was denn hochnehmen? Was wollt ihr? Zum Kampf wird man dich langsam von ihnen entfernen. Na, was willst du? Yay! You spoke to me! Nobody ever talks to me! My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. Da fällt mir jetzt nicht viel zu ein. What do you think? Can I be a fighter? So, komm, kämpf mit mir, Alter. Was willst du? Ja, du hast mit mir geredet. Alter, was ist denn falsch bei dir? Warum kämpft ihr nicht gegen mich und dann sage ich es euch? Ich hätte dafür einen Anfänger einen Tipp für euch. Weniger reden, mehr kämpfen. Folgt euren Traum und ihr Vater. Vielleicht sollt ihr eine andere Laufbahn einschlagen. Es könnte mir nicht egaler sein. Mit euren Träumen. Right you are. I'll just find something to punch, I guess. It won't hurt, will it? No, surely not. Danke für... Errötende Nixe. Nee, Unterstadt Villa van Tampur Haus Hühne.
Ich will da eigentlich keinen umbringen. Ahoi, Stranger. Thanks for stopping by Calm's Garms. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? So nicht Charm, Calm. An den flotten Sprüchen, lass mich zeig mir einfach deine Waren. Get you something a bit fresher than your current outfit. Du hast einfach nur alles klar. Ja, das kannst du dann auch behalten. Remember, Calm's Garms, here for all your fashion needs. Alles klar, Mausi, alles klar. Was gibt's denn hier? Da ist eine Tür, da geht's auf eine Terrasse. Hier ist nichts Cooles. Schade. Das ist... Ja, okay. Ein Färber. Ist das hier? Ist immer so. Die erzählen dir, dass du Ramsch trägst, obwohl du die seltenste Rüstung hast zum Spielen. Da verkaufen die Lumpen. Ja, ist so. Wenn ihr müsst mal behalten. It's tried and tested by the finest adventurers. Alles klar. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment. How may I be of service? Sag mir deinen Loot. Ist ja auch noch Scheiße dabei. Was ist denn mit dir? Was wenigstens ein bisschen Geld. Ach, Freund. Was hast du denn? Ein Beil. Eine Handarmbrust. 7 bis 14 Schaden. Kannst du behalten. Chromsäbel kann ich nichts mit anfangen. Bögen sind kacke. Pike. Streitkolben. Zweihandhammer. Oh, was ist das? Du erhältst einen Bonus von 2 auf Angriffswürfe, wenn du Kreaturen angreifst, die bereits Schaden erlitten haben. Waffenlose Angriffe und Nahkampfangriffe bewirken zusätzlich 2 nekrotischer Schaden, solange deine Gesundheit nicht vollständig ist. Wenn du in diesem Zug keinen Schaden bewirkst, also leidest du am Ende deines Zuges 1 bis 4 nekrotische Schaden. Das ist ja traurig. Ja, für sie ist das eigentlich ganz cool. Sie macht ja eigentlich jede Runde Schaden. Zwei nekrotische Schaden. Gar nicht schlecht. Es ist ein Bonus von 2 auf Angriffswürfe. Ja gut, weiß ich nicht. Mittlere Rüstung, schwere Rüstung. Wenn du geduldige Verteidigung verwendest, kannst du auch den Effekt von Klingenband nutzen. Ah ja! Leichte Rüstung. Schienenpanzerrüstung. Schwer, da ist ein Umhang. Umhang der Verlagerung. Zu Beginn des Zuges des Trägers wird der Umhang aktiviert und Gegner sind bei Angriffswürfen auf den Träger im Nachteil. Dieser Effekt hält an, bis der Träger Schaden erleidet. Das ist natürlich smart, ne? Das ist... Das ist natürlich ganz cool. Könnte ich eigentlich gebrauchen. In der Lech. Was kostet der? Kostet das? Ja, den nehme ich. Ewig, dafür kommt der erstmal hier rein. Wenn du einen Gegner vergiftest. Ja, gut, vergiften macht nur ich. Das kann er also haben. Panzerhandschuhe des Kriegsmeisters. Konzentriertes Manöver. Die Ziele sind bei Rettungswürfen gegen deine Manöver und Waffenaktionen im Nachteil. Das ist natürlich schön. Manöver und Waffenaktionen. Ja.
Eine Waffenangriff wirken zusätzlich 1-4 Feuerschaden. Oh, das ist halt natürlich dadurch, ne? Zweihandhammer. Sie trägt dann einfach in einer Hand. Ice Knife! Ja, aber sie hat ja... ja, nee, dafür nutze ich auch zu selten den Kram mit Rettungswürfen und so. Schon wieder ein Ring hier. Habe ich schon wieder einen Ring hier? Unsichtbarkeit. Waffenangriffe, Säureschaden. Ist klar. Also, unglaublich. Den kannst du haben. Schon besser. Ja, den kannst du auch haben. Ein Clownhammer. Das ist doch eher was für sie. Aber... nö. Oakfather, watch over your servant. Er hat einfach gar keine Waffe. Hoppla. Könnte eigentlich... achso, nee, ja, er kann sich eine Waffe beschwören, deswegen braucht er keine Waffe. Ja, nimm einen Clownhammer. Den Dolch würde ich gerne noch behalten. Und die... wollte ich die nicht... hier geben? Ja. Den wollte ich ihr geben. Habe ich noch nicht gemacht. Was ist denn der andere? Ach, den hat sie im Inventar, ne? Glaube ich. Oh, was ist das? Jetzt hier doppelt drin? Hä? Short Father. Ich den Nachtspähe jetzt zweimal, sag mal einer? Ich ihn versehentlich dupliziert? Guck mal, der Rotz hier kann nochmal ein Schattenherz. Was ist das? Golem beschwören. Schaufel. Die gehen an Karlach. Was kann man denn damit machen? Zion. Ich weiß nicht. Erstmal das Gold überall verteilt. Was habe ich da denn gemacht? Ein Gegner, der eine Detonation des Ziel und Kreaturen in der Nähe trifft, nimmt Stahl sprühende Farben hinzufügen. Warum geht das nicht? Warum konnte ich das vorhin nicht benutzen? Das schließt sich mir nicht so. Warum hat sie schon wieder so viele Schriftrollen? Rast gleich aus. Frag mich immer, warum ich keinen Platz im Inventar habe. Wegen sowas. Warum kann ich die eigentlich nicht mehr untersuchen? Ich konnte mal mit der reden. Bisschen traurig. Bei Mondlaternen. So, Motiv erkennen, Würfe im Vorteil. Rubinring. Das ist auch Quatsch. So viel Schrott hier. Wo ist denn die Liste? Da ist die Liste, ne? Ja. Zutrittspass. Oh, ich glaube, ich habe den anderen Zutrittspass schon versehentlich ins Lager geschickt. Der Stadtpass. Sieht ins Lager geschickt, ist ja frech. Ja, doof. So, da ist Selyns Nachtspeer. Sie hatte ihn doch gerade auch noch irgendwie im Inventar. Ich habe versehentlich Items geklont. Hoppla.
Warum ist das hier eigentlich alles nicht? Ja, das vielleicht nicht. In ihrem Alchemiebeutel, dafür hat sie den doch. So, in der Quatsch. So, ja gut, ist alles vielleicht nicht. Das auch. Wir hatten den Alchemiebeutel. Dass das da direkt reingeht. So ein Quatsch. Ja, manchmal ist das so. Mal weiter. Irgendwie muss ich ja noch in die Unterstadt kommen. Oh, da ist noch. Ist das hier? Ne, es ist hier. Nicht erreichbar. Was nicht erreichbar? Alles, was ich erreichen will, ist erreichbar. Alchemie und Tränkeladen. Nein. Ich brauche keine Alchemie und Getränke. Hier ist noch. Need something? I've got the tools for any job. Da war doch gerade eine Schallwelle. Na, guck mal, eine Schaufel. Das muss ich wohl mal petzen, dass es da eine Schaufel gibt. Wo kam die her? Die war doch von hier aus irgendwo ersichtlich. War ich da runter? Nein, schade. Hätte ja sein können. Ich darf überall hin, also lasst mich gehen. Ist noch eine Leiter? Aha. Da ist noch ein bekannter Raum. Oh, sie ist verschlossen. Einer hier. Oh, kein Pfleger, da kein Richter. Ist nach 4 eine 25 machen. Ich lieb's ja. Was ist das hier? Oh, toll. Leer. Rucksack? Leer. Weil man diese Kräuter einfach aufsammeln darf, den Rest halt nicht, ne? Taube gehört? Das. Den darf man nicht aufsammeln. Alles klar. Oh, habe versehentlich den Alchemisten ausgeraubt. Weiß nicht, wie das passieren konnte. Bin ich hier jetzt? Achso, beim Alchemisten. Alles klar. Hab ich jetzt hier schon alle Läden? Oh. Oh, ist alles. Na, hier vorne konnte man noch ein Stück rein, aber da wird auch nichts mehr sein. Ist klar. Komme ich hier lang in die Unterstadt? Citizen, you are being accompanied by a malfunctioning steel watcher. Please stand back. Gleitung eines. I think you have the wrong hunk of metal. False. Report your purpose, steel watcher. Weil ich den gelootet habe, oder was? These citizens unbidden? Ah. I understand your malfunction. Your unit is a highly outdated model. The Ragnax casement protecting your metallurgized ice valves is burning well outside the recommended temperature. Please report to the Steelwatch Foundry for dismantling. Nein. Das Ding hält euch für einen der Seinen, Karlach. Warum? Das hat Damon auch gesagt. Ist jemand diese Maschine mit Fehlfunktion repariert? Wo ist dann diese Gießerei der Stahlwache? Wo ist die? The Steelwatch Foundry is off limits to visitors.
This malfunctioning unit can escort itself back. Das Ding hält euch für einen der Seinen. Warum, Karlach? Ja, wahrscheinlich, weil das gleiche Material ist. Warum? Not sure. Maybe whatever keeps them going is similar to my tin can. Turns out I'm the fucking prototype for these things. I'll dismantle every single one of them. Any threat to the Steel Watch is a threat to Lord Gortash himself. Please report to the Steel Watch Foundry for immediate dismantling. Ja. Was könnt ihr uns über Fürst Gortash sagen? Ja, sag mir mal. Yeah. Anything spicy you can tell me about the old prick? You will speak of our creator, Lord Enver Gortash, with respect. He is the savior of our city, currently being inducted as the Archduke of Baldur's Gate. You will keep your distance, Steel Watcher. You are malfunctioning. Report to the Steel Watch Foundry for immediate dismantling. Ich hab doch diese Zugangsberechtigung. Make tracks before this thing gives me the lash of Bane. See you around, soldier.